Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight, Level 7, 24, Level 34. So. Schauen wir mal, was diesmal wird. Diesmal bin ich nicht so risky. Also das mit der Falle sabotieren, das war schon echt scheiße. Das war echt zu risky. Ich geb's da ja schon zu. Ich sehe schon die Kommentare. Hätte ich die Falle da liegen lassen? Der hätte ich gar nicht gesehen. Hätte er mich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich hätte auch nicht weglaufen können. Der Typ, der hat ja die ganze Zeit, ist der um den Haken rumgelaufen, weißt du? Super, und ich bin da direkt daneben. Ich hätte einfach weglaufen sollen in der Zeit. Aber das will man ja auch nicht, weil man dann denkt, ja, der Typ, der kommt da einem hinterher jetzt, ne? Kennt man ja. Aber so risky, ne? Oh, das ist der Fallensteller. Dass man erstmal eine Falle entschärfen muss. Ich habe schon mal 500 Punkte. Mehr brauche ich nicht. Seid ihr alle da dran? Eine Runde Fallen entschärfen? Weil ich es in der letzten verkackt habe, oder was? Also wie viele Punkte habe ich jetzt? 1500 von den Saboteuren. Mindestens. 1500. Boah. Läuft für den Anfang nicht so schlecht. Ich sag's euch, ich bin wieder zu greedy. Weil ich die Truhe loote. Das ist wie eine Taschenlampe. Ich ahne Böses. Und hier ist auch direkt der Keller, oder? Zum Geier ist die denn abgefertigt worden.
Das ist gerade irgendwie das Fallenstellerparadies irgendwie. Saboteurparadies. Da ist jemand in eine Falle gelaufen. Ja, ich helfe dir gleich. Ich muss mir eben noch die Falle sabotieren. Ihr wisst doch, Loot vom Loot. Kennen wir doch. Alter, what the fuck? Wo zum Geier bist du? Fehlt noch ein Generator. Hier hinten war irgendwo eine Falle. Da ist ein Generator. Ja, aber das ist scheiße. Da hinten ist der Keller. Irgendwo. Da hängt er im Keller. Habe ich die jetzt schon voll oder warum ist das jetzt ganz rot? Kann ich dann keine mehr versammeln oder wie? Dann mache ich ein paar Generatoren. Ich glaube, man kann nicht mehr als 9000 kriegen, glaube ich. Ja, dann mach du das Tor. Nee? Okay, dann mach ich's. Da hinten ist das nächste. Da ist die Hedge. Der campt bei seinem einen Opfer da unten. Ja, mach du. Hopp, mach du. Ich hab schon eins gemacht. Ich bin mal so nett. Ich vertraue auf dich, ne? Du schaffst das jetzt hoffentlich, ne? Mit dem Tür aufmachen. Ich habe schon ein Tor aufgemacht. Ich bin mal nicht so dreist. Ich bin mal nett. Ne? Muss ja auch mal ein bisschen nett sein. Nö, da hätte ich noch ruhig ein bisschen weitermachen können. Ich hatte mal 8000. Okay. Anton, okay. Ja, ich hätte... Theoretisch hätte einer von euch auch noch die T-Hedge gekonnt, ne? Naja, okay. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.